Menschen am Weg, so das Motto des ökumenischen Kreuzweges, zu dem jetzt die evangelische und katholische Kirchengemeinde zum 5. Mal eingeladen hatte. Die erste Station des Kreuzweges lag in der Christuskirche. Der ökumenische Stadtkreuzweg ist eine Weiterführung aus dem ökumenischen Kreuzweg der Jugend, der ungefähr seit 1996 stattgefunden hat. Jetzt haben wir das geöffnet vom Jugendkreuzweg weg und laden alle Bürger Dülmens dazu ein. Wir wollen die Osterbotschaft auf eine ganz andere, besondere Weise den Menschen nahebringen. Und zwar im Kreuzweg mit einer ganz bestimmten Anzahl von Stationen. In der Heiligkreuzkirche stand Simon von Cyrene im Mittelpunkt. Neben den Soldaten war auch er einer der wichtigen Menschen, die Jesus auf dem Kreuzweg begleiteten. Da nehmen wir in den Blick, dass der Simon von Cyrene, also ein ganz unbeteiligter Mensch, gezwungen worden ist, das Kreuz mitzutragen. Und wir wollen sehen, ob wir nicht in unserem Leben auch manchmal, ob wir wollen oder nicht, vielleicht aufgefordert sind, fremde Kreuze mitzutragen. Nächste Station, Viktorkirche. Hier erinnerte die Darstellung an Veronika, die Jesus das Schweißtuch reichte. Die Darstellungen des Kreuzweges wurden durch spezielle Ausleuchtungen und musikalische Intros unterstützt. Ja, es geht da zunächst um das Lied O Haupt voll Blut und Wunden, ganz altes Lied. Und das wird aktualisiert, indem wir darauf schauen, was die Veronika, die Jesus ein Schweißtuch auf seinem Kreuzweg gereicht hat, so steht es zwar nicht in der Bibel, aber so wird es im Kreuzweg immer auch bedacht und gebetet, was das aktualisiert für uns heute bedeuten kann. Zum Abschluss des Kreuzweges in der Marienschule ging es um die weinenden Frauen am Kreuz. Auf dem Weg zu den einzelnen Stationen konnten sich die Teilnehmer über das Gesehene austauschen. Zum Ende der Station wollen sie singen, wie viele Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen und Leid. Bei Brot und Tee konnten die Teilnehmer in der Mensa der Schule anschließend darüber diskutieren, ob die dargestellten Rollen heute noch aktuell sind.